Grüß euch, ihr Lieben! Heute zum Thema ständige Widersprüche im Gesundheitsbereich. Wie kann man damit umgehen? Ja, heute auch wieder mit Video, wie unschwer erkennbar. Und ja, mir ist dieses Thema jetzt vor allem bei meinem Vollkorn-Video aufgefallen, dass da mehrere Kommentare drunter standen, die quasi ja genau dieses Thema hier angesprochen haben. Und deswegen dachte ich mir, das ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, um dieses Thema hier mal in den Mittelgrund zu stellen. Also das ist jetzt ein mentales Thema. Es geht hier um mentale Einstellung. Es geht jetzt weniger um genaues Wissen, weil mit genauem Wissen, also mit Faktenwissen, kommt man dem Thema hier nicht bei. Da kann man sich endlos verwirren lassen in irgendwelchen Theorien und ja, man ist selbst nach 10 Jahren im Prinzip kein Stückchen weiter wie am Anfang, was diese Widersprüche angeht. Deswegen braucht man da andere Methoden, um mit diesem Thema fertig zu werden. Und da will ich heute mal drauf eingehen. Also, fangen wir mal direkt an. Wie gesagt, das kennt jeder, dieses Problem. Also, heute ist fettarme Ernährung gesund, morgen ist sie ungesund. Heute ist salzarm gesund, morgen nicht. Der eine sagt dies, der andere sagt das, der dritte sagt jenes. Leitungswasser ist gut, der nächste sagt, muss auf jeden Fall filtern. Vegan ist gesund, vegan ist ungesund. Und also egal, wo du hinguckst, du findest jede Meinung im Prinzip überall und scheinbar auch irgendwie ja logisch begründet an der Stelle. Und dann steht man natürlich speziell als jemand, der sich jetzt nicht tagtäglich mit dem Thema beschäftigt, irgendwie davor und denkt sich, ja, was denn jetzt? Und das ist natürlich ein großes Problem. Auch die Wissenschaft und die Medien tragen ihren Teil dazu bei, weil ja ständig neue Artikel rauskommen mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und so weiter und so fort. Neue Studien haben gezeigt, dies, das, jenes. Und ja, und dann wird eben quasi alles über den Haufen geworfen, was vorher ja mal behauptet wurde, oder es wird einfach auch das bestätigt, was vorher gesagt wurde. Und ja, immer wenn viele Menschen, die sich mit dem Thema jetzt noch nicht näher beschäftigt haben, wenn die sowas hören wie neue wissenschaftliche Erkenntnis, dann gehen sie davon aus, dass das jetzt erstmal stimmt. Und das, obwohl die Wissenschaft im Prinzip schon oft gezeigt hat, dass sie sich ja irrt. Mal ganz einfach ausgedrückt. Also, da muss man jetzt nur mal in die kürzere Vergangenheit reingucken. Da waren schon so Sachen wie Thalidomid, die wurden als sicher eingestuft und dann hatten wir den Kontergan-Skandal danach. Ja, als Beispiel. Oder zig andere Dinge, diese ganzen Ernährungslügen, die auf der Sieben-Länder-Studie von Ansel Keys aufbauen, das ist ja auch alles Wissenschaft. Wobei Pseudowissenschaft da der bessere Begriff wäre. Und das sind auch alles wissenschaftliche Erkenntnisse, wo man längst weiß, dass das ziemlicher Quatsch war. Weil es halt einfach gefakt ist. Ja, wenn ich eine Studie mit 25 Ländern durchführe und schmeiße aber bis auf 7 alle Länder raus, wo das Ergebnis nicht passt, dann, ja, wie viel hat das jetzt mit Wissenschaft zu tun? Also, das ist, naja, sehr, sehr fragwürdig an der Stelle. Aber auf jeden Fall führt dieses ganze ständige widersprüchliche Gerede in diesem Bereich zu verschiedenen Resultaten, ja, bei den Leuten. Und zwar einmal zu starker Verunsicherung, ja, weil, also viele Menschen, ich sehe das selber selbst bei Menschen, die jetzt schon irgendwelche Fernstudiengänge gemacht haben, ja, teilweise auch denselben, den ich gemacht habe. Da sehe ich, dass selbst die ständig verunsichert sind, ja. Vielleicht jetzt nicht bei jedem billigsten Artikel, wo jetzt rauskommt, Margarine ist doch gesund für dich oder irgendwas, davon vielleicht nicht mehr. Aber wenn es dann vielleicht eine Stufe weitergeht, wo dann vielleicht irgendein Molekül oder auch ein Mikronährstoff oder irgendwas thematisiert wird, wo gestern noch gesagt wurde, man darf Dosis XY auf keinen Fall überschreiten und heute wird gesagt, du musst mindestens diese Dosis einnehmen, ansonsten hast du eine Unterdosierung und die ist dann auch toxisch, zack, sind diese Leute auch verunsichert. Also da muss man nur 2, 3 Schritte weitergehen und deswegen sage ich, dieses reine Wissen bringt einem da gar nichts. Du kannst dich noch so tief versuchen reinzufuchsen in irgendwelche Theorien, da kann trotzdem der Nächste um die Ecke kommen mit dem nächsten unbekannten Molekül und dir dann wieder erzählen, dass alles, was wir bisher wissenschaftlich herausgefunden hatten, völliger Quatsch ist. Und heißt, das führt zu einer starken Verunsicherung. Die Verunsicherung selber führt dann unter Umständen zu einer Egaleinstellung, so nach dem Motto, es weiß ja sowieso keiner, was gesund ist für uns, also kann ich auch essen, was ich will, da kann ich auch weiterhin Alkohol trinken jeden Tag und Süßigkeiten nämlich reinstopfen, weil wir wissen ja eh nicht, was gesund ist. Von daher sagt ja jeder was anderes. Ist auch eine weit verbreitete Folge davon. Und diese Egaleinstellung oder diese Verunsicherung, eins von beiden, kann im Endeffekt dann auch dazu führen, dass das Interesse an diesem Thema komplett eliminiert wird. Ja, so nach dem Motto, das weiß ja eh keiner. Also, und das interessiert die Leute auch nicht mehr. Das ist halt so eine psychologische Nummer, die da abläuft. Wenn du ständig verunsichert wirst, wenn du ständig
ja, von gegenteiligen Aussagen immer wieder herausgerissen wirst aus so einer minimalen Überzeugung, die du vielleicht gesammelt hast auf Basis von vorherigen Informationen. Und das passiert einfach mehrmals. Das ist für das Gehirn einfach auch viel zu anstrengend. Ja, da hat das Gehirn einfach auch keine Lust drauf. Das ist ja auch eine Sache, die in der Natur so nicht vorkommt. Also, wenn man in der Natur die Sachen falsch machen würde, als natürlich lebender Mensch oder auch Tier oder wie auch immer, dann wäre die logische Konsequenz relativ schnell, dass man ja mit dem Überleben eine Schwierigkeit hätte. Man würde es sehr schnell merken, wenn man da einen falschen Weg eingeschlagen hätte, in Form von Schmerzen oder was auch immer. Und hier bei dem Thema ist es halt nicht so, das merkt man halt nicht sofort. Heißt, das Gehirn ist eigentlich gar nicht darauf ausgelegt, ständig Widersprüche, mit ständigen Widersprüchen umzugehen. Das ist darauf nicht gepolt sozusagen. Und demzufolge will es das vermeiden. Und ja, deswegen entstehen dann eben Egaleinstellungen oder eliminiertes Interesse. Ja. Natürlich nicht bei allen, manche Leute bleiben weiter bei dem Thema, aber sind dann eben ständig verunsichert. Ist alles schlecht, ist alles nicht das, wo wir hinwollen. Und deswegen mal die fünf Tipps oder fünf gute Tipps, die ich dir hier mal mitgeben will, was man dagegen machen kann. Also Tipp Nummer 1, Behauptung von Argumentation unterscheiden. Das ist schon mal enorm wichtig. Such dir doch mal beispielsweise irgendeinen Artikel in irgendwelchen Hauptmedien heraus zum Thema salzarme Ernährung. Und lest dir mal diesen Artikel wirklich mit Verstand und bei vollem Bewusstsein durch. So, dann steht dann sowas drin wie neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder neue Studie. Forscher haben jetzt gezeigt, dass salzarme Ernährung gesünder ist, weil da irgendwie eine Gruppe von 580 Leuten salzarme Ernährung gemacht haben und dann ist der Blutdruck runtergegangen. So, und wir wissen, hoher Blutdruck führt zu Herzinfarkt, Schlaganfall, bla 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 bla. So, das ist ja das, was in solchen Artikeln immer drin steht. Und jetzt liest dir mal diesen Artikel durch, wirklich mit vollem Bewusstsein und vollem Verstand und schau mal, wie viel Argumentation da wirklich drin ist. Ja, lies das mal wirklich ganz genau durch. Da wirst du merken, dass diese Artikel, die da so stehen, eigentlich nur eine Aneinanderreihung von lauter Behauptungen sind. Es sind nur Behauptungen. Nichts, da wird nichts argumentiert. Da steht nur drin, salzarme Ernährung. Ja, was heißt das? Haben die Leute vorher beim McDoof die ganze Zeit gefuttert und haben dann dadurch ein paar Gramm mehr Salz aufgenommen? Dann haben sie kein McDoof mehr gegessen, sondern essen jetzt ein bisschen Gemüse, ohne es zu salzen und dann ist das jetzt salzarme Ernährung. Oder wie? Oder was? Was soll das jetzt sein? Weil das ist in Wirklichkeit einfach eine bessere Ernährung. Das ist keine salzärmere Ernährung, sondern einfach eine bessere Ernährung. Und natürlich geht der Blutdruck dann runter, wenn er vorher zu hoch war, ist doch klar. Also so wird das immer gemacht. Und dann liest er mal so einen Artikel durch und guck mal, was da argumentiert wird. Und überleg mal, wenn du diesen Artikel fertig gelesen hast, welche Erkenntnis du da jetzt hattest. Also wo hast du da wirklich was verstanden? Hast du da wirklich was verstanden oder ist jetzt nur in deinem Kopf irgendwie hängen geblieben, salzarm macht Bluthochdruck oder beziehungsweise Salz macht Bluthochdruck, salzarm ist gesünder. Das ist eigentlich das, was bei den Leuten immer nur hängen bleibt. Also eine Behauptung, ein Glaubenssatz. Ja, so wie eine Religion im Prinzip. Und weil, wie gesagt, wenn ich die Leute dann mal frage, ab und zu habe ich mal oder ganz selten habe ich mal ja, wie soll ich sagen, so einen Austausch gehabt, vor längerer Zeit allerdings schon. Mit irgendwelchen Leuten und ich habe dann mal nachgefragt, warum? Warum Salz Bluthochdruck erzeugt? Konnte mir komischerweise keiner von denen erklären. Und die hatten einfach nur diese Behauptung im Kopf. Also mach das mal unbedingt und probier das mal aus. Behauptung von Argumentation unterscheiden. Und auch wenn dann gesagt wird, salzarm ist ungesund, weil das hat die Studie erwiesen, ja, dann ist das eine Behauptung, die von einer Behauptung gefolgt. Das sind zwei Behauptungen. Die Studie beweist das, ist ja auch nur eine Behauptung. Vor allem, wenn du die Studie nicht kennst. Das heißt, man müsste das alles nachprüfen an der Stelle. Aber wie gesagt, man kann in dem Artikel selber das sehr gut sehen, dass es eigentlich immer nur Behauptungen sind. Und wenn das so ist, dann kann man das sowieso gleich in die Mülltonne schmeißen. Da braucht man gar nichts drauf geben. Dann Tipp Nummer 2. Angenommen, es ist eine Argumentation irgendwie mit drinne, dann mal zu versuchen, die Emotionalität ein bisschen rauszunehmen aus dem Thema. Ist mir auch bei dem Vollkorn-Video ein bisschen aufgefallen. Dass sich manche Leute da schon getriggert fühlen. Ja, das sind natürlich dann immer die Leute, die jetzt bei dem Thema zum Beispiel, die dann mal auf Vollkorn gewechselt haben, von Weißmehl zum Beispiel, und fühlen sich besser. Es kann dann sein, dass sich solche Menschen getriggert fühlen, wenn sie dann auf einmal hören, dass Vollkorn auch ungesund ist, obwohl sie jetzt gedacht haben, es ist gesund. Da spiele ich jetzt wieder auf die Folie von eben an, dass das Gehirn einfach keine Lust auf ständige Widersprüche hat und wehrt sich dagegen. Und dann triggert das. Ja, das ist ganz normal. Aber wir müssen versuchen, diese Emotionalität herauszuholen aus dem Thema. Heißt, jemand gibt mir eine Information und jetzt gucke ich erstmal, ist das nur eine Behauptung? Wenn das nur eine Behauptung ist, kann ich sie gleich wegschmeißen. Wenn es eine Argumentation ist, das war ja bei meinem Vollkorn-Video der Fall, das war ja eine Argumentation mit diesem WGA, dann ist das ja eine Argumentation, die kann man nachprüfen. Heißt,
Da sollte man die Emotionalität rausnehmen und sich das erstmal anhören und möglicherweise nachprüfen. Man kann sich auch entscheiden, dass man das jetzt nicht nachprüft und einfach so weitermacht. Das kann man auch machen. Ich würde aber immer empfehlen, zu versuchen, diese Triggerpunkte rauszunehmen oder beziehungsweise die Emotionalität rauszunehmen. Und wenn es irgendwo triggert, da mal nachzuforschen, warum das jetzt triggert. Da ist nämlich ein immenses Wachstumspotenzial für einen selbst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Tipp Nummer 3, Logik und Natur kapieren, Natur kopieren einsetzen. Also wenn du jetzt eine Argumentation findest, die in deinem Kopf erstmal ja, wie eine sinnige Argumentation aussieht, dann versuchst du die mal logisch nachzuvollziehen und auch von dem Standpunkt der Natur. Also sind da natürliche Prinzipien berücksichtigt. Also Beispiel, nehmen wir mal hier das Kaugummi-Beispiel. Für mich klingt es extrem logisch und aus der Natur heraus sinnig, dass wenn ich ständig Kaugummi kaue den ganzen Tag, dass ich ständig Magensäure produziere. Weil der Magen mit Sicherheit auf bestimmte Signale achtet. Und wenn wir halt eine Kaubewegung machen, dann geht er mit Sicherheit davon aus, dass da gleich was ankommt. Demzufolge wird er anfangen, Magensäure zu produzieren. Und es ist sicherlich nicht sinnvoll, wenn die ganze Zeit so eine extrem starke Säure im Magen rumschwappert, ohne dass da irgendwas ankommt. Ja, also das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel für mich so eine logische Denkweise, aus der heraus ich keine Kaugummis kauen würde. Oder zumindest ja nicht mitten zwischen den Mahlzeiten, Stunden vorher und Stunden nachher. So, und das ist zum Beispiel dafür. Oder Natur kapieren, Natur kopieren, das ist das Thema, beispielsweise Hormone einzunehmen. Hormoneinnahme ist in der Natur nicht möglich. Du kannst in der Natur nichts essen, wo fertig sofort wirksame Hormone enthalten sind. Das geht nicht. Heißt, wenn wir das Prinzip verletzen und dann irgendwie L-Tyroxin oder irgendwas in der Richtung einnehmen, dann können wir die Kausalkette durchdeklinieren, welche Probleme das nach sich zieht. Und wir können uns auch überlegen, wie wir das in der Natur hätten machen müssen. Da hätten wir nämlich die Nährstoffe essen müssen, aus denen heraus der Körper, also die Schilddrüse selber, das L-Tyroxin aufbauen kann. Das wäre ein natürliches Prinzip. Das ist auch ein sehr wichtiger Tipp für die richtige Vorgehensweise. Tipp Nummer 4, Körperintelligenz. Ja, also wenn man davon ausgeht, dass der Körper nicht besonders intelligent ist und scheinbar tun das sehr viele, ja, Menschen allgemein in verschiedensten Positionen, die dann glauben, wir müssen ständig irgendwas injizieren, weil der Körper selber nicht clever, intelligent und gut genug ist. Oder wir müssen ständig dies, das, jenes kontrollieren und überprüfen und so weiter. Ja, und jeden Blutwert überprüfen. Und sobald der 2% weiter oben ist, wie bei allen anderen, müssen wir sofort eingreifen. Das hat ja nichts mit Körperintelligenz oder Körpervertrauen zu tun. Ja, da gehe ich einfach davon aus, der Körper kann eigentlich von selber so gut wie gar nichts und wir müssen ständig regulieren. Und das ist natürlich aus meiner Sicht das ist ein absoluter Unsinn. Für mich ist es ein völlig idiotisches Vorgehen, um genau zu sein. Und deswegen Körperintelligenz, sich dessen bewusst sein, dass der Körper extrem intelligent ist. Der hat sich über, ich weiß nicht, wie viele Jahrtausende und Jahrmillionen entwickelt. Und der weiß genau, wie er sich selber regulieren muss, um das Optimum für sich selber herauszuholen, um zu überleben. Das heißt, auf die Körperintelligenz vertrauen, und das ist direkt auch der Tipp Nummer 5, Körpervertrauen, quasi auf Basis der Körperintelligenz entwickeln. Heißt, wenn du Dinge isst, die dir gut tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass das, was du isst, besser ist wie das, was du davor gegessen hast. Ja? Auch nochmal so Richtung Vollkorn. Heißt, wenn du das jetzt so isst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, und wenn es dir besser geht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das besser ist wie das, was du davor gegessen hast. Das sagt dir dein Körper ja. Das heißt, du vertraust in dem Moment auf deinen Körper. Und das ist ja richtig. Heißt aber nicht, dass es nicht noch besser geht. Und dass es schon das Optimum ist. Das heißt es dann wiederum nicht. Das heißt, man kann da weiter forschen unter Umständen. Oder man kann auch sagen, man bleibt jetzt so auf dem Stand. Das kann man ja auch machen. Das ist ja alles in Ordnung. Kann man ja für sich selber festlegen, wie man will an der Stelle. Aber das ist auf jeden Fall sehr wichtig, diese beiden ja, Punkte sozusagen, die eigentlich zusammengehören, direkt Körperintelligenz, auf die Körperintelligenz auch vertrauen, wenn der Körper sagt, das passt, das tut mir gut. Dann darauf vertrauen. Auch wenn irgendein Ernährungswissenschaftler wieder herausfindet, dass das jetzt gerade nicht gut ist, weil da wieder irgendeine Studie dahinter steckt, die wahrscheinlich sowieso wieder eine Korrelationsstudie ist, von irgendwelchen Lobbyisten finanziert. Ja, also, was willst du mit so einem Zeug? Also, es führt dich einfach nur in die ständige Verwirrung, Verunsicherung und es wird dir irgendwann die, ja, wie eben schon gesagt, die Laune am Thema vermiesen. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob da vielleicht auch ein bisschen Kalkül und Absicht dahinter steckt. Ja, ich würde es mal nicht ganz ausschließen an der Stelle. Aber letztendlich spielt es auch nicht wirklich eine Rolle, ob da jetzt Absicht dahinter steckt oder nicht. Die Wirkung ist dieselbe, ob da jetzt Absicht dahinter ist oder nicht.
Und von daher muss man sich dessen bewusst sein. Und wenn du diese Tipps hier anwendest, wirst du auf jeden Fall merken, wie schnell du viele einfache Behauptungen, die immer wieder durch die Gegend fliegen, ratzfatz als eine simple Behauptung ohne jegliches Fundament identifizieren kannst und für dich die richtigen Schlüsse draus ziehst. Ja, schreib mir mal drunter, ob dir das geholfen hat. Und geh unbedingt in mein Webinar, wo ich auch noch näher auf dieses Thema eingehe, mit den Widersprüchen und wie du es noch besser schaffst, quasi auf dich selber zu hören und die Informationen, die du bekommst, mit dir selber abzugleichen, um für dich das Optimum herauszuholen. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ganze Thema Denkweise bei diesem Gesundheitsthema ist absolut zentral, meiner Ansicht nach sogar noch wichtiger, wie die richtigen Nährstoffe einzunehmen oder irgendwas in der Richtung, dass man sich eben nicht ständig verwirren lässt, ja, von diesem ganzen Widersprüchen, die da überall so vorherrschen. Also, geh unbedingt in mein Webinar, ist verlinkt hier und like das Video, wenn es dir gefallen hat und dann sehen wir uns im nächsten Video.